Herzlich willkommen hier im Wiener Burgtheater. Mein Name ist Alexandra Föderl-Schmidt. Ich bin die Chefredakteurin des Standard und begrüße Sie sehr herzlich auch im Namen unserer Kooperationspartner des Instituts für die Wissenschaften von Menschen, der Erste Stiftung und dem Burgtheater. Auf dieser Bühne veranstalten wir nun schon 8 Jahre lang dieses Diskussionsformat. Heute geht es um den Wiener Kongress und die Folgen. Und wir wollen über dieses Thema, das vor 200 Jahren stattfand, über diese Veranstaltung, den Wiener Kongress, heute sprechen. Damals waren rund 200 Repräsentanten aus verschiedenen Staaten und Herrschaftsgebieten samt Gefolge nach Wien gekommen. Und sie haben etwas versucht, was schließlich und endlich gelang, nach den Eroberungsfeldzügen von Napoleon neue Grenzen zu ziehen, und zwar ohne Blutvergießen. Es wurden aber darüber hinaus auch noch andere bahnbrechende Erkenntnisse in das Protokoll gefasst und auch Richtlinien und Regeln, wie etwa für die Binnenschifffahrt, vereinbart. Was können wir aus diesem europäischen Konzert, wie das auch bezeichnet wird, für das heutige Europa lernen? Dieses Ereignis, der Wiener Kongress, gilt ja auch als Vorbild für die heutige EU. Aber Europa hat sich verändert und ist auch jetzt in Veränderung begriffen. Es gibt neue geopolitische Herausforderungen. Auch über das möchten wir heute sprechen. Ich begrüße die Teilnehmer und beginne mit Heinrich August Winkler. Er ist 1938 geboren, in Königsberg in Ostpreußen, studierte Geschichte, lehrte an verschiedenen Universitäten, zuletzt in Berlin als Ordinarius für neuere und neueste Geschichte. In den vergangenen Monaten hat er für Diskussions- und vor allem Lesestoff gesorgt. 4500 Seiten sind es rund, die gesamte Geschichte des Westens. Das ist der letzte Band, der sich mit dem vergangenen Vierteljahrhundert beschäftigt und soeben erschienen ist. Er wird als erster Historiker auch am 8. Mai im Deutschen Bundestag bei der Gedenkstunde zum Kriegsende 70 Jahre sprechen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute da sind. Hazel Rosenstrauch, sie ist 1945 geboren, in London, allerdings in Wien aufgewachsen. Sie studierte Geschichte, Philosophie und Soziologie und arbeitet in Berlin jetzt, vor allem als Autorin, als Journalistin, aber auch als Ausstellungskuratorin. Und sie erhielt im Jahr 2012 den österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik. Und sie hat ein Buch geschrieben, das sich mit dem heutigen Thema auch beschäftigt, Kongress mit Damen, Europa zu Gast in Wien 1814-1815. Herzlich willkommen. Gerade noch hier ins Burgtheater geschafft hat es Adam Krzeminski. Er ist 1945 geboren in Westgalizien. Er hat in Warschau und in Leipzig Germanistik studiert, hat 1968, habe ich heute von ihm gehört, seinen ersten Artikel für das Wochenmagazin Politica in Polen geschrieben. Er schreibt auch regelmäßig in der Deutschen Zeit und gilt als Vermittler auch in Sachen deutsch-polnische Beziehungen. Er hat sich auch historisch in einem Essay mit dem Thema Polen im 20. Jahrhundert beschäftigt. Und er hat den Nachtzug aus München genommen und hat es wirklich gerade halt noch hier ins Burgtheater geschafft. Schön, dass Sie da sind. Sebastian Kurz, er ist 1986 geboren, hat ein Jus-Studium begonnen, hat sich sehr früh in der Politik engagiert, seit 2002 bei der jungen ÖVP. Im April 2011 wurde er Staatssekretär für Integration im Innenministerium und seit 2012, der letzten Regierungsbildung, fungiert er als Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres, genau in dieser Reihenfolge. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Johannes Hahn war schon einmal in dieser Reihe zu Gast. Er ist 1957 geboren, studierte Jus und Philosophie,
Er engagierte sich auch früh in der Politik, auch hier in Wien in der ÖVP und wurde 2007 Wissenschaftsminister. 2009, 2010 wechselte er dann nach Brüssel als Kommissar zuständig für die Regionalpolitik und regionale Entwicklung. Und jetzt im Kabinett von Jean-Claude Juncker ist er zuständig für die Bereiche Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen. Herzlich willkommen. Von Fürst der Linie, der übrigens während des Kongresses dann starb, stammt das Bon Mot, der Kongress tanzt, aber er bewegt sich nicht fort. Aber schlussendlich wurde dann doch ein Protokoll unterzeichnet am 9. Juni 1815. Als Historiker, Heinrich August Winkler, was ist für Sie die zentrale Bedeutung dieses Wiener Kongresses? Was Schiller über Wallenstein gesagt hat, könnte man wohl auch über den Wiener Kongress sagen. Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt schwankt ein Charakterbild in der Geschichte. Im 19. Jahrhundert hatte der Wiener Kongress keine gute Presse bei der nationalliberalen Geschichtsschreibung in Deutschland. Warum hat man damals in Wien das besiegte Frankreich so schonend behandelt? Es gab die Nationalisten wie Ernst Moritz Arndt, die wollten schon damals Elsass-Lothringen entlang der deutsch-französischen Sprachgrenze annektieren. Die Diplomaten des Wiener Kongresses, die hatten eine andere Auffassung von ihrer Aufgabe, nämlich eine Art von Gleichgewicht der Kräfte zu schaffen, auch dem besiegten Frankreich wieder die Rückkehr in das Mächtekonzert zu erlauben. Und nach den Friedensbemühungen 100 Jahre, über 100 Jahre später auf den Pariser Vorortkonferenzen, wo so wenig von Ausgleich zwischen Siegern und Besiegten die Rede war, da bekam dann auch der Wiener Kongress wieder sehr viel bessere Noten. Man denkt etwa an Schriften des österreichischen Historikers Heinrich Ritter von Sirbig mit seiner großen Metternich-Biografie. Was im 19. Jahrhundert verdammt worden war, das wurde jetzt gelobt. Die Staatsklugheit als Postulat der europäischen Diplomatie. Und wenn man heute die Neuerscheinungen liest, dann stößt man auch immer wieder auf dieses grundsätzlich positive Urteil: Schonung der Besiegten als Gebot der politischen Klugheit. Das war nach dem Ersten Weltkrieg unendlich viel schwerer. Es war eigentlich unmöglich. Man kann nicht 4 Jahre lang Völker mit nationalistischen Parolen vollpumpen und dann erwarten, dass, wenn die Waffen schweigen, die Rückkehr zur Staatsvernunft wieder stattfinden kann. Und dann liest man heute auch immer wieder, und da meldet sich bei mir jedenfalls und bei vielen anderen Widerspruch an, der Wiener Kongress habe Europa den Frieden für 100 Jahre gesichert. Das kann man behaupten, wenn man mit Frieden meint, dass kein großer europäischer Krieg vergleichbar den napoleonischen Kriegen stattgefunden hat. Aber der Preis der Friedensstiftung war außerordentlich hoch. Es war eben auch das Werk der Restauration, das in Wien besiegelt wurde. Und das hieß Unterdrückung von freiheitlichen, liberalen, demokratischen, nationalen Bestrebungen. Polen wurde ein viertes Mal geteilt zwischen den Teilungsmächten Russland, Preußen und Österreich. Im Deutschen Bund wurden freiheitliche und liberale Bestrebungen ebenso unterdrückt wie in Italien, von dem Metternich sagte, es sei nur ein geografischer Begriff. Kurz, der Preis dieser Art von Friedensstiftung war Repression, und das konnte nicht gut gehen. Es ist auch nicht gut gegangen. Man denkt an die Mittelmeerrevolution der 20er Jahre, an die Revolutionen, die der Julirevolution in Paris 1830 folgten, in Belgien, in Polen und anderswo, auch an die große, fast schon gesamteuropäische Revolution von 1848, später die italienischen und die deutschen Einigungskriege, an viele Balkankriege. War es nicht auch so, so muss ein Historiker wohl fragen, war es nicht auch so, dass Konflikte durch Vertagung verschärft wurden und eben dadurch dazu
trugen, dass 1914 mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs das beginnen konnte, was der amerikanische Diplomat und Historiker George F. Kennan die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts genannt hat. So viel vielleicht als ein allererster Eindruck von der Debatte über den Wiener Kongress und auch von dem, was in der historischen Diskussion über Wien heute eine wichtige Rolle spielt. Herr Winkler hat es schon genannt. Polen neben Sachsen war eines der großen Themen beim Wiener Kongress. Adam Krzemiński, aus Sicht Polens, wie gestaltet sich im Rückblick aus Ihrer Sicht der Wiener Kongress? Man war ja mit vielen Hoffnungen hierher angereist und Zar Alexander wollte ja eigentlich ein anderes Polen hier kreieren. Also, natürlich ist es so, dass aus der polnischen Perspektive ist der Wiener Kongress eher ein faules Ei als eine Erlösung Europas. Das ist eine Mär, das 100 Jahre Frieden gesichert wurde. Die Aufstände, die Vereinigungskriege, ob Italien oder Deutschland, Bismarck oder die polnischen Aufstände zeigen, dass diese Friedensregulierung, die Vorstellung, dass die Großmächte über die Belange der Europäer, sage ich, und der europäischen Staaten unter sich entscheiden können, hat sich als falsch erwiesen. Und die Bescherung war 100 Jahre später der Erste Weltkrieg. Möglicherweise, ich spreche jetzt nicht wie ein Historiker, sondern eher wie ein privater Beobachter, wäre es zu einer Kraftprobe früher gekommen, sagen wir mal während des Völkerfrühlings 1848. Möglicherweise wäre uns dann, uns Europäern, der Erste Weltkrieg erspart gewesen, wenn die Vereinigung der Nationen und der Staaten nach einem anderen Modell, nach einem liberaldemokratischen Modell und nicht nach einem der kriegerischen, machtpolitischen Auseinandersetzung. Aus der polnischen Perspektive ist es so, als ob drei Wegelagerer über sich dann aufspielten zu den Schiedsrichtern und Juristen. Sie haben die napoleonischen Kriege erwähnt als die Grundlage des Friedens, des Wiener Kongresses. Aber ich würde einen Schritt weiter zurückgehen. Es ist auch die Zerstörung der Mitte in Ostmitteleuropa, das heißt die Teilung, die Liquidierung der polnisch-litauischen Union 20 Jahre vor Wien, noch vor den, napoleonischen Kriegen, das heißt Österreich, Russland, Preußen, haben ein Gleichgewicht zerstört, noch vor den großen Kriegen Napoleons. Und jetzt saßen sie zu Gericht über dieses Europa und nach ihrem Gusto haben dieses Europa gelagert. Und Sie haben richtig erwähnt, Polen war einer der Hauptprobleme des Wiener Kongresses, aber nicht nur des Wiener Kongresses, auch in Versailles und in Potsdam. Das heißt, die Zerschlagung dieses Teils Europas durch die Teilungen Polens im 18. Jahrhundert hatte Folgen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Das ist, Herr Professor Winkler, Ihre These, Ihres Buches, der lange Weg nach Westen. Die polnische Frage und die deutsche Frage war fast 200 Jahre lang die Grundfrage in der Mitte Europas. Erst nach etwa 56 entdeckten deutsche Eliten, polnische Eliten, dass sie miteinander einen Weg in diesen Teil Europas finden müssen. Ich würde damit abschließen, es ist ein faules Ei deswegen gewesen, weil es eben nicht gelang, den polnischen Staat wieder herzustellen. Und damit ist Alexander der Zar nach Wien gekommen. Es gab eine Vorstellung von ihm, Polen in alten Grenzen wiederherstellen unter der Krone des Zaren als des polnischen Königs. Das heißt, in Polen sollte er ein liberaler Monarch sein, in Russland ein Alleinherrscher. Quadratur des Kreises. An dieser Quadratur des Kreises zerschlug sich dann dieser Rumpfstaat, Kongress Polen,
ein kleines Restpolen unter der Krone des Zaren. Und Russland, es kam zum Krieg 1830, 31. Und Polen blieb dennoch blieb ohne Existenz zu sein, eine Möglichkeit in der europäischen Diplomatie. Bei jeder Krise kam das auf und unter anderem der Fürst Adam Czartoryski, der hier in Wien ein Berater des Zaren war und eine niederschmetternde Kritik des Wiener Kongresses in seinem Buch herausgegeben auf Französisch 1830. Er hat versucht, bei jeder europäischen Krise die polnische Frage neu zur Sprache zu bringen, mit dem Ergebnis, dass sie im Ersten Weltkrieg tatsächlich eigentlich von allen Teilnehmern des Krieges zur Sprache gebracht wurde. Sie sagten ein faules Ei, und mit den drei Wegelagerern, die Sie eingangs beschrieben haben, meinten Sie Preußen, Österreich und Russland. Frau Rosenstrauch, Sie haben sich eben auch stark mit der Alltagsgeschichte dieser Zeit beschäftigt, mit der Rolle, die auch Frauen gespielt haben, unter anderem bei diesem Kongress im Hintergrund. Aus dieser Sicht, was ist die Bedeutung des Wiener Kongresses auch für die Bürgerinnen und Bürger Österreichs? Also ich würde schon auch meinen beiden Vorrednern zustimmen, dass sich die EU nicht unbedingt einen Gefallen tut, wenn sie den Wiener Kongress als ihren Vorläufer betrachtet. Wiewohl es durchaus einige Elemente gibt, wo man dann sagen kann, das ist, da gibt es bestimmte Ähnlichkeiten, mit denen sollte man sich auch die EU kritisch auseinandersetzen. Aber was für mich spannend ist, erst einmal auch unter heutigen Gesichtspunkten, ist zu sehen, dass damals eine alte Welt am Zerbrechen ist, inklusive Sitten, Gebräuchen, die Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist, und die neue noch nicht richtig greifbar ist, was sogar Metternich damals schon gesehen hat. Ich finde ein wunderbares Beispiel, wenn man schaut, welche Musik während des Wiener Kongresses gespielt wurde, da hat man gleichzeitig einen Haydn, einen Beethoven und einen Strauss. Und diese Mischung, die Zeit des Übergangs, ist eigentlich meines Erachtens das Charakteristische, wobei natürlich versucht wird, also von den Dynasten die alte Welt wiederherzustellen, was nicht wirklich gelingt. Der Rahmen ist der alte, aber es passiert im Untergrund auch sehr viel Neues. Zu dem Gesichtspunkt der Frauen hat mich auch interessiert, also nicht so sehr, dass sie Röcke getragen haben, sondern dass sie unter anderem auch eine bestimmte Kultur repräsentieren. Und das ist die Kultur der Konversation. Sie schaffen Räume, in denen jenseits des Verhandlungstisches und vor den Verhandlungen, die man sich abtasten kann, Formulierungen erprobt werden können und eine Kunst der Konversation auch gepflegt wird, wo nicht gleich die Guten und die Schlechten, die großen Entscheidungen zugange sind, sondern ein Raum eigentlich für sowas wie Vorspiele und auch Nachspiele da ist. Also das, den Gesichtspunkt finde ich auch sehr wichtig. Es gibt auch so ein hübsches Zitat, wo es dann heißt, die Preußen brauchten besonders lang, um zu erkennen, dass die vielen Feste für ein Klima der Toleranz sorgten. Was ich auch interessant finde, man muss sich vorstellen, 1789, Französische Revolution, 1814, 15 Wiener Kongress, das ist also genauso lang wie samt der Revolution und heute. Die Zeit der großen Hoffnungen, der Erwartungen des Aufbruchs waren vorbei und man hatte natürlich auch Angst vor einer neuen Welt, die dann assoziiert wurde mit der Französischen Revolution. Aber was ich eben auch sehr wichtig finde für heute, es gab unglaublich viel widersprüchlicher Interessen und es gab wechselnde Allianzen während des Kongresses. Also schon damals war die Welt sehr unübersichtlich und man musste lernen, mit dieser Unübersichtlichkeit umzugehen. Vielleicht nicht so unübersichtlich wie heute, aber es waren andere Arten von Konflikten, die eine traditionelle Ordnung, in der das Oben und Unten und die klaren Hierarchien und das Richtige und Falsche nicht mehr funktioniert hat, einfach
brüchig wurde. Und vielleicht noch also zum Schluss, der eine Satz, ich denke, dass man heute diese Frage des Nationalismus als das Fortschrittliche natürlich nach dem 20. Jahrhundert anders betrachten muss als vor 200 Jahren. Herr Kurz, Heinrich August Winkler hat in Frage gestellt, ob es wirklich eine der längsten Friedensperioden Europas war, die damals eingeleitet worden sind. Henry Kissinger behauptet das, und das ist ein zentrales Stück seines neuen Buches neben der Betonung des westfälischen Friedens. Jetzt aus Ihrer Sicht, was ist eben das Wichtigste, was von diesem Kongress bleibt, was man für die heutige Demokratie auch lernen und mitnehmen kann, weil damals wurde ja zum Beispiel auch das Gesandtschaftsrecht, das noch heute gilt, an den Botschaften vereinbart. Also ich glaube, was zweifelsohne neben den Schattenseiten überbleibt, ist der Versuch einer friedlichen Aufteilung, einer friedlichen Lösung am Verhandlungstisch. Jetzt haben sich Gott sei Dank Formate und Art und Weisen von Verhandlungen verändert. Wir haben vorher schon darüber diskutiert, ob es jetzt teilweise in der Europäischen Union länger oder kürzer dauert. Ich glaube, wir sind beide der Meinung, hoffentlich meistens kürzer. Ich glaube, dass es aber durchaus der Wiener Kongress war, der in ganz vielen Bereichen ein Stück weit Ausgangspunkt war, wenn ich zum Beispiel an den Multilateralismus denke und die Zielsetzung in internationalen Organisationen zusammenzuarbeiten, ist da sicher eine gewisse Basis beim Wiener Kongress gegeben. Das Zweite, ich glaube, was für uns in Österreich eine und auch in Wien ein positiver Output des Wiener Kongresses ist, ist dieses Bewusstseins Österreich und Wien als Standort für internationalen Dialog, für Verhandlungen, aber auch für Kongresse zu haben. Wir haben mittlerweile nach wie vor wachsende Zahlen, über 3.500 Kongresse, die jedes Jahr hier in Österreich stattfinden. Zweifelsohne nicht jeder mit solch einer Bedeutung wie damals, aber allein, dass die Iran-Atomverhandlungen zum Beispiel hier in Wien stattfinden, ist sicherlich auch wäre sicherlich auch nicht möglich gewesen, wenn nicht irgendwann ein Grundstein für Verhandlungen in Wien stattgefunden hätte. Ich glaube, politisch muss man schon sagen, dass sich ganz viel verändert hat. Ich glaube, dieses Modell, dass 200 Repräsentanten relativ abseits von Bevölkerung, Zivilgesellschaft, auch Medien, Lösungen ausverhandeln, das wäre in dieser Art und Weise heute wahrscheinlich undenkbar. Es haben NGOs, Zivilbevölkerung, Medien eine ganz andere Rolle als damals. Und ich glaube, global gesehen, was sich auch stark verändert hat, und das merken wir ja in der Europäischen Union tagtäglich, wir haben nicht nur das Thema, welche Strukturen brauchen wir für uns intern in der Europäischen Union, um funktional zu bleiben, sondern es hat sich schlicht und ergreifend durch die Globalisierung die Landkarte verändert. Und insbesondere im internationalen Kontakt merken wir ja, dass aufstrebende Kontinente, aufstrebende Regionen mit diesem rein europäischen Fokus ja überhaupt nichts mehr anfangen können. Egal, ob das jetzt im Wirtschafts- oder im Finanzbereich oder auch in der Politik ist. Da hat sich die Landkarte, die zentral ist für das Geschehen auf der Welt, einfach sehr stark verändert. Johannes Hahn, Hesel Rosenstrauch hat gemeint, na, sie würde in Frage stellen, dass eben der Wiener Kongress als Vorläufer für die heutige EU ist und sich damit auch kritisch auseinandersetzen. Wie sehen Sie das aus europäischer Perspektive? Ja, zunächst, ich glaube, man soll immer aus der Geschichte lernen, aber man ist gut beraten, nicht immer alles eins zu eins sozusagen umzusetzen oder umzulegen. Insofern wäre ich nie auf die Idee gekommen zu sagen, der Wiener Kongress ist eine Vorlage für die Europäische Union, sondern da liegt ja vieles dazwischen. Das, was man aus dem Kongress, seinen Ergebnissen lernen kann, und das ja schon in den Wortmeldungen bisher deutlich geworden ist, und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns heute als Richtschnur dienen soll, gerade in unseren Beziehungen mit den Nachbarländern und in der doch sehr fragilen Situation, in der wir uns befinden, ist, dass man behutsam umgehen muss mit seinen Partnern, dass man die jeweilige
Geschichte auch kennen muss als Verhandlungspartner, dass man sich auch in das Verständnis und Denken des Nachbarn, von Nachbarn hineinzudenken hat. Es ist einmal gesagt worden und oft belächelt, die Dinge sind komplex, manchmal sind sie in der Tat komplex und da führt kein Weg vorbei, dass man sich damit beschäftigt. Also die Lehren, die man, glaube ich, im Positiven wie im Negativen, es sind ja positive und negative Beispiele schon genannt worden, vom Wiener Kongress ziehen kann, ist, dass man nach einem Konflikt, nach einem bewaffneten Konflikt, wenn es darum geht, sozusagen wieder Sicherheit und Frieden zu etablieren, das Letzte, was man machen darf, ist ein Diktat, sondern es muss eine Verhandlungslösung geben, die jedem das die Möglichkeit gibt, weiterzuleben. Und zwar in einer Art und Weise, dass eben eine Friedenslösung, wie wir es ja dann 1919 erlebt haben, nicht bereits der Keim für den nächsten bewaffneten Konflikt ist. Also diese Lehre kann und muss man ziehen und die führt uns ja zum Beispiel gerade in aktuelle Themen wie Ukraine, Georgien, Syrien, wo immer Sie in unserer unmittelbaren Nachbarschaft hinschauen wollen, ist es wichtig, dass man begreift, dass Face-Saving, wie es so schön heißt auf Neudeutsch, ein Thema ist oder ein Gesichtspunkt, der bis heute Gültigkeit hat und auch in der Zukunft Gültigkeit haben wird. Aber wenn ich jetzt zwei Punkte aufgreife, die Sie erwähnt haben, Sie haben Face-Saving genannt und Sie haben von Diktat gesprochen. Wenn man sich jetzt die heutige EU anschaut und eben nicht jetzt auf die Nachbarstaaten das bezieht, sondern auf die Gemeinschaft selbst. Man sieht im Zusammenhang mit Griechenland, im Umgang mit dieser Krise, dass eben doch einige Staaten vorangehen, obwohl es 28 eigentlich gleichberechtigte Staaten sind, gibt es zumindest ein Land, das dominiert, Deutschland. Von vielen wird das auch als Diktat empfunden und manche haben auch den Eindruck, dass den Griechen eben keine gesichtswahrenden Lösungen angeboten werden. Stimmt dieser Eindruck? Zunächst einmal, in einer Gemeinschaft von 28 werden Sie Gott sei Dank, das ist ja auch Teil der europäischen Stärke, dass wir diese Heterogenität haben. Heterogenität in einem umfassenden Sinne. Heterogenität äußert sich eben auch darin, dass manche schneller voranschreiten, andere Entwicklungen nehmen, unterschiedliche Gesichtspunkte haben. Die Mischung, sozusagen im positiven Sinn der Cocktail, macht die Europa so attraktiv. Ich meine, es wird so oft von der sogenannten Softpower Europas gesprochen und wir Europäer neigen ja dazu, immer unser Licht unter den Scheffel zu stellen, aber offensichtlich sind wir so attraktiv, dass viele von außerhalb Europas oder die, die noch nicht in der EU sind, gerne Mitglied der EU sein möchten. Und da ist es halt notwendig, auch innerhalb der EU oft zu einem Modus Vivendi zu kommen, wo aber alle etwas beizutragen haben. Also auch die Griechen, die aktuelle griechische Regierung, muss ihren Beitrag zu einer Lösung beitragen. Und es sind aber auch gerade die kleineren und mittleren Staaten aufgefordert. Und ich sage das als jemand, der das tagtäglich beobachtet und sozusagen auch mitbetreibt, hier stärkeres Selbstbewusstsein zu entwickeln. Denn dass heute Deutschland so eine dominierende Rolle hat, ist auch darauf zurückzuführen, dass andere größere Staaten, Stichwort Frankreich, momentan etwas abgemeldet sind vom europäischen Diskurs. Das hat also zu dieser Verengung geführt, aber dass auch die jüngeren Mitgliedstaaten mehr Selbstbewusstsein entwickeln sollten. Und ehrlich gesagt, ich beobachte da durchaus etwas Positives, sodass nicht der Eindruck entsteht, ein Land dominiert alles. Ich habe auch das Gefühl, die Deutschen sind gar nicht glücklich mit dieser Rolle, denn es birgt ja auch jede Menge Verantwortung in sich. Wenn es so wäre, würde sich Deutschland in dieser Rolle nicht wohlfühlen können. Als die deutsche Frage nach dem Fall der Berliner Mauer wieder auf die Tagesordnung der internationalen Politik kam, da drängte der französische Staatspräsident François Mitterrand Helmut Kohl, den damaligen Bundeskanzler, doch jetzt möglichst rasch die Währungsunion, die ohnehin schon beschlossen war, auf europäischer Ebene einzuführen, mit der politischen Union eher zu warten.
Denn die Befürchtung von Mitterrand war, dass ein wiedervereinigtes Deutschland gestützt auf die starke D-Mark die Hegemonie über Europa ausüben würde. Und das Vorziehen der Europäischen Währungsunion sollte das verhindern. Kohl hat sich darauf im Wesentlichen eingelassen, weil er die Lösung der deutschen Frage nicht belasten wollte mit einem deutsch-französischen Zerwürfnis. Aber heute sagt nicht nur die Bundeskanzlerin Angela Merkel, es sagen eigentlich die meisten Beobachter, dass die Einführung einer Währungsunion ohne Fiskalunion und ohne politische Union ein Konstruktionsfehler war. Und in der Tat, was der Minister eben gesagt hat, trifft völlig zu. Die europäische Frage ist in gewisser Weise nach wie vor offen. Wir haben weder eine ausgereifte Fiskalunion noch eine politische Union. Und darum geht es. Wir brauchen eine Harmonisierung der Haushaltspolitiken, auch damit das Gefühl von Ungerechtigkeit nicht aufkommt, wenn einem Land besonders geholfen werden muss, das sich aber zugleich gegen überfällige Strukturreformen wehrt. Und betroffen sind dann vor allem Länder, deren Sozialleistungen unter den griechischen liegen. Das gilt für die baltischen Staaten, die ja jetzt alle Mitglieder der Eurozone sind. Das gilt für die Slowakei und Slowenien. Und ich denke, insofern ist es eine europäische Position, wenn Deutschland mit anderen, mit Österreich, mit Finnland, mit den Niederlanden zusammen und im Verein mit den baltischen Staaten, wenn Deutschland darauf beharrt, dass der Logik einer Währungsunion entsprechend jetzt gearbeitet wird an der Verwirklichung der Fiskalunion und möglichst auch einer politischen Union. Aber davon sind wir leider noch weit entfernt. Herr Hahn. Ja, das würde ich in der Tat auch so sehen. Wollte auf zwei Dinge aufmerksam machen. Wenn es um die sozusagen die Frage der Neuordnung Europas geht, dann ist, glaube ich, das die wirkliche Herausforderung, unsere interne Neuordnung. Ja, wie stellen wir uns auf? Wie viel Integration brauchen wir in der Europäischen Union, um vor allen Dingen auch den globalen Herausforderungen zu begegnen? Also, wenn wir von einer einheitlichen Wirtschafts- und Fiskalpolitik sprechen, natürlich, es liegt ja auf der Hand, dass unter Anführungszeichen da ein Konstruktionsfehler vorgelegen ist bei der Einführung des Euro. Nur ich bezweifle, dass man den Euro eingeführt hätte oder einführen hätte können zum damaligen Zeitpunkt, wenn man den großen Wurf im Auge gehabt hätte. Also es war notwendig, einmal voranzuschreiten und dann durch die lang anhaltende konjunkturelle Hochphase sind verschiedene Defizite lange Zeit zugedeckt worden, die dann aufgepoppt sind im Gefolge der Krise 2008, 2009. Aber die Herausforderung, die wir haben, und das vergessen wir gelegentlich, wir haben in Europa im weitesten Sinn des Wortes innerhalb der Europäischen Union, wenn Sie wollen, zwei Gesellschaftsmodelle. Wir haben das angelsächsische, das sehr stark auch in Osteuropa kopiert wird, mit einer relativ niedrigen Steuerquote, aber auch mit der Konsequenz, dass viele Leistungen die Einzelne zu zahlen hat, was im Wohlfahrtsstaatsmodell, das sich sozusagen von Skandinavien bis in den Süden durch Europa durchzieht, es eine vergleichsweise hohe Steuerquote gibt, mit der Konsequenz, dass allerdings viele Leistungen sozusagen vom Staat, von der Öffentlichkeit bereitgestellt werden. Und wenn ich nun an Harmonisierung denke, und Harmonisierung schließt bis zu einem gewissen Grad ähnliche Steuersätze ein, dann erwische ich weder den einen noch den anderen, weil die Steuersätze in den einzelnen Ländern spiegeln auch ein gesellschaftliches Verständnis wider. Ich kann mich erinnern, wie die irische Krise am Höhepunkt war, habe ich mit Gouverneur Swoboda Novotny gesprochen, zufällig, und damals war es, dass die Iren akzeptiert haben, die Beibehaltung des niedrigen Körperschaftssteuersatzes von, glaube ich, 13% oder 14% oder 12%, also unglaublich niedrig, weil sie der Meinung waren, dieser niedrige Körperschaftssteuersatz war die Grundlage für das Erfolgsmodell des keltischen Tigers in den 90er Jahren. Und um die Beibehaltung dieses niedrigen Körperschaftssteuersatzes trotz Krise sicherzustellen, waren die Iren bereit, im Bereich Sozial- und Pensionsregelungen Schnitte vorzunehmen, die hier in Österreich beispielsweise undenkbar gewesen wären. Herr Winkler. Auf dem Wiederkongress wurde das Legitimitätsprinzip beschlossen,
Und das bedeutet im Grunde genommen die Wiederanerkennung des Gottesgnadentums. Das zeigt, wie weit wir von dieser Zeit entfernt sind. Eben 4 Jahrzehnte vor dem Wiener Kongress hatte der amerikanische Unabhängigkeitskrieg stattgefunden, von dem der sehr konservative Historiker Leopold von Ranke gesagt hat, damals fand eine völlige Umkehrung des Prinzips statt. Statt Gottes Gnadentum wurde damals Volkssouveränität proklamiert. Er hätte auch sagen können, die unveräußerlichen Menschenrechte, die Idee der repräsentativen Demokratie. Der Wiener Kongress wollte nicht, dass eine solche Ordnung in Europa verwirklicht wird. Ranke hat übrigens mit vollem Recht die amerikanische Revolution vor der französischen Revolution genannt, denn die Menschenrechte sind zuerst auf nordamerikanischem Kolonialboden beschlossen und propagiert worden. Es hat danach 200 Jahre gedauert, bis sich im alten Okzident, im europäischen Okzident, diese Ideen schließlich durchgesetzt haben. Im Grunde erst im Zuge der friedlichen Revolution von 1989, deren Anfang wohl zu datieren ist auf dem Sommer 1980, als in Polen die unabhängige Gewerkschaft Solidarność gegründet worden ist. Dann ist ein Jahr nach den friedlichen Revolutionen und einen Monat nach der deutschen Wiedervereinigung in Paris auf der Konferenz der Staaten der KSZE, der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die Charta von Paris beschlossen worden, mit einem neuen Legitimitätsprinzip, und das war das der Demokratie. Die Demokratie sollte die gemeinsame Staatsform von Vancouver bis Vladivostok werden, verbunden mit der Anerkennung der nationalen, der Volkssouveränität und der territorialen Integrität und der friedlichen Beilegung von Konflikten. Unterschrieben auch von Michail Gorbatschow, der schon Ende 1989 gesagt hatte, die westlichen Werte sind doch unsere Werte, worauf der ältere Bush sagte, das war aber nicht immer so. Aber Gorbatschow hat die KSZE-Akte in ihrer Pariser Version, die Pariser Charta vom November 1990, unterschrieben, und sie ist inzwischen von Putin aufgekündigt worden. Das ist die neue Situation, dass diese Prinzipien eben nicht mehr im Rahmen der heutigen OSZE gelten. Und das ist das Neue des Jahres 2014, die Aufkündigung eines Grundverständnisses von friedlicher Konfliktbeilegung, Achtung der territorialen Integrität, der nationalen Souveränität und der Demokratie als gemeinsame Prinzipien. Aber wenn eine Macht diese Prinzipien aufkündigt, dann heißt das nicht, dass die anderen es auch tun dürfen. Vielmehr sind die Staaten der Europäischen Union und ist der ganze transatlantische Westen verpflichtet, diese Prinzipien zu verteidigen, weil es dabei um die Glaubwürdigkeit aller Mitgliedstaaten geht. Und auf dieser Basis muss mit Russland verhandelt werden. Aber irgendwann hoffe ich, das werden auch die Russen verstehen, dass es für die eine Zukunft gibt, in diesem gemeinsamen Raum von Vancouver nach Vladivostok. Dafür aber müssen sich genauso verändern, wie die Deutschen sich nach 1945 geändert haben, wie wir uns nach den Teilungen geändert haben, wie die Franzosen sich geändert haben, nachdem sie keine Großmacht sind, und die Briten ebenfalls. Ich glaube, dass wir trotzdem nicht Nährstoff dafür liefern sollten, dass es hier eine europäisch-amerikanische Verschwörung gegen Russland gibt. Ich halte sehr viel von einer Absprache, von einem guten Kontakt auch mit dem USA in diesem Konflikt. Aber ich glaube, dass es trotzdem eine eigenständige europäische Position braucht, fernab von Ideen für Waffenlieferungen und vieles mehr, die in sich geschlossen ist und wo Zusammenhalt besteht. Das ist bis jetzt, Gott sei Dank, relativ gut gelungen. Die Griechen haben mit Vetodrohungen und viel mehr eine ganz neue Tonalität in die interne Debatte gebracht. Das ist ein gewisses Risiko, aber abseits dessen hat es bis jetzt überhaupt über ein Jahr sehr gut funktioniert. Ich würde jetzt gerne, und Sie können die Wortmeldungen dann gut einbinden, die Schlussrunde beginnen. Und zwar, wir haben jetzt viel zurückgeschaut. Wenn wir jetzt nach vorschauen, ich glaube 200 Jahre wäre ein bisschen zu viel, wagen wir einen Ausblick 20 Jahre nach vor. Wie schaut Europa, wie schaut die EU in 20 Jahren aus? Und die Konflikte, die uns jetzt beschäftigen, also einerseits mit der Währungsunion, haben wir uns innerhalb Europas fortbewegt in diesem Integrationsprozess, und wie sieht's aus auch im Verhältnis etwa
zu Russland. Würden Sie beginnen? Anfangen, okay. Also in 20 Jahren sind wir viel weiter in der Ausführung der gemeinsamen Politiken, Energie, Sicherheit, Soziales, Außenpolitik. Und Russland wird seine putinistische Phase überwinden, wird auch näher an die EU angebunden sein und die Ukraine möglicherweise schon fast drin. Das ist eine Frage, die sicher dann Johann mit beantworten wird. Bitte. Also ich tue mir sehr schwer, über diese Zukunft was zu sagen. Erstens mal bin ich nicht sicher, ob Europa und die EU unbedingt gleichzusetzen ist. Die gerade, wenn ich, also mein Leisten ist tatsächlich mehr das 19. und das 18. Jahrhundert und die Frage, wie sehr also die Auseinandersetzungen rundherum, ob das Nordafrika ist oder ob das der Nahe Osten ist, mitgedacht werden müssen, wenn man über Europa redet, scheint mir ganz zentral zu sein. Und natürlich ist also die Frage, ob wir in 20 Jahren auch gelernt haben, wie übrigens beim Wiener Kongress durchaus zum Teil passiert, Konfliktlösungen inklusive der Beibehaltung von Streits zu finden und nicht unbedingt vereinheitlichende Lösungen, scheint mir in dem Zusammenhang sehr wichtig. Hm. Herr Winkler? Friedrich Schlegel hat gesagt, die Historiker sind rückwärtsgekehrte Propheten und deswegen bin ich bei der Beantwortung Ihrer Frage völlig unsicher. Aber ich glaube, viele Entscheidungen fallen in der allernächsten Zukunft, auch was die moralische Glaubwürdigkeit der Europäischen Union angeht. Denn in der Frage der Flüchtlinge, der Asylbewerber, bedarf es einer gemeinsamen europäischen Linie und da darf Solidarität nicht ein Fremdwort bleiben. Und da darf sich auch kein Mitgliedsland herausmanövrieren aus der Gemeinsamkeit der europäischen Staaten. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, gelingt es uns, die Währungsunion zur Fiskalunion und zur politischen Union weiterzuentwickeln? Und das verlangt, dass wir gemeinsame Vorstellungen von der politischen Kultur der Demokratie einerseits haben, im Rahmen der EU der 28 und im Rahmen der Europäischen Währungsunion geht es darum, dass wir uns verständigen auf ein Verständnis von Strukturreformen und Stabilität, von Wachstumspolitik im Sinne einer reformfördernden Stabilitätspolitik. Wenn uns das nicht gelingt, dann steht die Existenz der Währungsunion, vielleicht sogar die Existenz der EU auf dem Spiel. Darauf kommt es an und das wird schon in allernächster Zukunft unser beherrschendes Thema sein. Herr Kurz. Der Herr Professor hat gesagt, Historiker sind rückwärtsgewandte Propheten. Politiker tun immer so, als wären sie gute Propheten. Insofern mache ich jetzt den Fehler nicht und behaupte zu wissen, was in 20 Jahren ist. Vielleicht drei Punkte, wo ich hoffe zumindest, dass wir in die richtige Richtung gehen. Das erste ist die Struktur innerhalb der Europäischen Union. Ich glaube auch, da gibt es ein paar Punkte stärker und gemeinsamer in den großen Fragen, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Energiepolitik, aber auch schlanker und weniger einmischend in den kleinen Themen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Der zweite, ich glaube, wenn Europa die Bevölkerung nicht verlieren möchte, dann brauchen wir neben dem sehr demokratischen Parlament auch mehr Mitsprache in Richtung Kommission. Es gab jetzt erstmalig europäische Spitzenkandidaten, tolles Modell. Ich glaube, eine Direktwahl des Kommissionspräsidenten, mehr Mitsprache bei der Bevölkerung, was die Kommission betrifft, wäre ein weiterer Weg, um die Bevölkerung nicht zu verlieren. Und ich glaube, der dritte Punkt, der für uns wirtschaftlich ganz entscheidend sein wird, wir sind in vielen Bereichen sehr abhängig. Das hat uns die Ukraine-Krise dramatisch vor Augen geführt. Das Gas aus Russland, das Öl aus den Golfstaaten, die Technologie aus Amerika und Asien. Also ich glaube, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich bleiben wollen, dann dürfen wir insbesondere die Digitalisierung nicht verschlafen und müssen auch versuchen, unsere Abhängigkeiten im Technologie- und Energiebereich zu reduzieren. Johannes Hahn, und Sie nehmen in Ihre Prognose noch den möglichen EU-Beitritt der Ukraine bitte mit rein. Zunächst ist mir wichtig festzuhalten, dass wir mit dem Vertrag von Lissabon ja schon die Mitsprache der nationalen Parlamente haben,
was die auch vermehrt nutzen. Und das ist, ehrlich gesagt, gehört nicht nur zu meiner, sondern ich glaube, alle meine Kolleginnen und Kollegen haben das als Standardpunkt bei Besuchen in Mitgliedsländern, dass sie auch in die nationalen Parlamente gehen. Ich war vorige Woche in Berlin und auch in Wien und sowohl im österreichischen Parlament als auch im deutschen Bundestag. Wenn ich auch in ein Erweiterungsland gehe, habe ich auch Termine mit den jeweiligen Parlamentariern. Also das ist heute State of the Art, dass die nationalen Parlamente in die ganzen Entscheidungsfindungen mit einzubeziehen sind, weil ja in meinem Verständnis etwa auch der jeweilige Abgeordnete auch selbst wieder, wie soll ich sagen, Botschafter der Europäischen Union ist in seinem Wahlkreis und hier eigentlich auch die Dinge entsprechend zu kommunizieren hat. Insofern ist es ganz natürlich, dass wir hier die Parlamente wie auch beispielsweise in Erweiterungs- und Kandidatenländern die Zivilgesellschaft als wesentlichen Gesprächspartner haben, weil nur so eine entsprechende Verbreiterung sicherzustellen ist. Was die Zukunft anbelangt, ehrlich gesagt, selbst 5 Jahre sind in der Politik Lichtjahre, ja, daher von 20 Jahren gar nicht zu reden. Aber ich denke, was man vorhersagen kann, und das mag wie ein Widerspruch in sich gelten, ich glaube an die Rationalität, und daher bin ich davon überzeugt, dass sich eine stärkere Konzentration auf jene Themenfelder ergeben wird und auch Zuständigkeit, wo einfach Europa unisono agieren muss, um sozusagen im globalen Wettbewerb zu realisieren. Ich habe zu diesem Zweck aus leicht pädagogischen Gründen in meinem Büro eine Weltkarte, die ich mir bei einer Neuseelandreise gekauft habe, die heißt Upside Down. Und da haben sie in der Mitte dort, wo üblicherweise Europa ist, Neuseeland und Australien und rechts unten irgendwo als Appendix von Asien ist Europa. Das soll man sich gelegentlich in Erinnerung rufen, dass wir nicht immer alles sehr eurozentristisch zu sehen haben. Wir neigen dazu, auch verständlich, aber andere in anderen Teilen der Welt sehen die Dinge etwas unterschiedlicher. Daher ist es notwendig, sich hier bei den wesentlichen Dingen zu harmonisieren. Und es gibt viele Dinge, wo ich glaube, dass man national, regional das entscheiden kann, ohne dass man gesamte europäische Vorgaben braucht. Das war das, was ich gemeint habe mit einer Neuordnung. Und ich denke, im Hinblick auf weitere Erweiterungen wird man sicher diskutieren müssen, wie das Zusammenarbeitsmodell innerhalb Europas nachgeschärft werden muss. Letzter Punkt, was zukünftige Erweiterungen anbelangt, ehrlich gesagt, das betrifft die Ukraine wie auch andere am Balkan. Es geht hier um einen Prozess. Es geht um einen Prozess in der Weise, dass nicht die Verhandlungen im Vordergrund stehen, sondern das Heranführen von Ländern an europäische Standards. Wir haben am Balkan etwa in allen Ländern State-of-the-Art-Gesetze, was den Kampf gegen Korruption anbelangt. Nur es geht um die Anwendung, um die nachhaltige Anwendung, damit sich die Dinge auch ändern. Das dauert länger, Gesetze sind schneller modifiziert oder beschlossen, aber die Umsetzung ist die eigentlich entscheidende Frage. Das dauert seine Zeit und daher war auch die Aussage von Jean-Claude Juncker verständlich, dass es in der Periode keine Erweiterung geben wird, weil einfach vorhersehbar die Prozesse nicht abgeschlossen sein werden, denn wir müssen auch die europäischen Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, die heute überwiegend gegen eine Erweiterung sind, weil sie das Gefühl haben, dass jedes zusätzliche Mitglied eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellt. Und daher ist es notwendig, diese Länder so zu entwickeln, dass unsere Bürgerinnen und Bürger auch das Gefühl haben, ein neues Mitglied ist ein Zugewinn und nicht eine Belastung, ein Zugewinn in vielfältiger Hinsicht. Und so gesehen habe ich vollstes Vertrauen in die Entwicklung Europas und ich bin überzeugt, dass in einigen wenigen Jahren schon Europa stärker erscheinen wird, als das bisher der Fall ist, weil sich die Dinge zwangsläufig in diese Richtung ergeben, aber wir sollten trotzdem nicht aufhören, es mitzugestalten. Vielen Dank. Also keine konkrete Beitrittsperspektive für die Ukraine in den nächsten 5 Jahren. Ich glaube, das kann man zumindest festhalten. Aber insgesamt ein durchaus positiver
Ausblick am Schluss dieser Runde. Ich danke Ihnen fürs Mitdiskutieren. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und darf jetzt schon ankündigen, dass wir diese Gesprächsreihe, und darüber freuen wir uns, im nächsten Jahr fortsetzen dürfen. Herzlichen Dank.